Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde. Sehr geiler Sonnenaufgang. Und schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Hier zu einer weiteren Ausgabe von Königreich kommt Schicksal. Irgendwas. Deliverance. Mist, was heißt denn nochmal Deliverance? Ah, ich hatte neulich das Gespräch mit Tobi und Tim. Verdammt. Ja. Die Boys und Girls haben mir das gesagt, aber ich weiß es nicht mehr. I don't know. Jedenfalls. Ja, ich würde sagen, wir nähern uns der Zielgerade. Es wird jetzt gar nicht mehr so lange dauern. Dann sind wir hier, ja, durch mit diesem großartigen Spiel. Wir haben jetzt offen hier im Questlog, geh nach Vranik und finde heraus, wie viele Männer dort sind und was sie vorhaben. Ja. Ja. Das heißt, wir gehen jetzt quasi in die Höhle des Löwen und... Ich bin wirklich ziemlich hungrig. Ja, ich bin ziemlich hungrig und sollte jetzt deshalb was essen. Und danach kleiden wir uns anständig für diese Spitzelmission. So. Ah, was wir machen können. Wir können da nochmal beim Peschek handeln, ne? Wir können dem nochmal ein bisschen Shit verkaufen. Was ich so ein Pferd dabei habe. Hier zum Beispiel diese Axt oder so. Dieser Streitkolben, das kann eigentlich alles weg. Diese leichte Brigandine würde ich ganz, ganz gerne tragen. Allgemein, wir nehmen jetzt mal alles aus diesem Pferd raus. So. Damit haben wir jetzt nichts mehr in dem Pferd drin. Glaube ich jedenfalls. Wir schauen mal, was wir jetzt als Waffe nehmen für diesen Jagdausflug. Ich nehme jetzt mal so ein Schwert und den Bogen. Ich sehe ein bisschen runtergekommen aus, das ist auch gut. Ich soll ja quasi einen Plünder oder einen Banditen mimen. Ja, da schickt sich das nicht, wenn wir so ganz toll und fresh aussehen. Ah, diese Brigandine. Ah, ich weiß ja nicht. Schauen wir uns dann einfach im Gesamtbild mal an, wie das aussieht. Ich ziehe mich jetzt erstmal an. Ganz ehrlich, Schulterplatten würde ich jetzt gar nicht mal tragen. Das würde ich machen, ja. Das sieht halt alles nicht runtergekommen aus, was ich hier anhab, ne? Das muss man dazu sagen. Das sieht alles nicht sehr wirklich runtergekommen aus. Ich sehe ein bisschen zu... Naja, wobei, das geht schon, das geht schon. Wenn ich jetzt noch die Schulterplatten trage... Ja, ich sehe schon recht banditisch aus. Die Klamotten sind zwar nicht so runtergewirtschaftet, aber... Ich bin, glaube ich, schon recht banditisch unterwegs. Die Warhorse-Sachen werde ich definitiv nicht verkaufen, auf keinen Fall. Die Sachen werde ich auch nicht verkaufen. Das werde ich auch nicht verkaufen. Die werde ich nicht verkaufen. Die Rittersporen könnte ich jetzt aber mal anlegen, genau. Das werde ich nicht verkaufen. Ja, komm, den können wir mal tragen für diese Aktion. Das können wir verkaufen. Das können wir verkaufen. Die Goldensporen, den Hut. Ja, können wir auch alles verkaufen. So, da gehen wir jetzt mal zum Peschek. Schönen Tag. Hi. Peschek, ich hoffe, dir geht's gut. Ich habe hier Dinge, die ihren Besitzern abhanden gekommen sind. So, und in der Tat kannst du mir das alles mal abnehmen hier. Außer das Schwert des Herodes, das natürlich nicht. So, das kann alles weg. Ausgezeichnet. Dass ich den Duft der Unwiderstehlichkeit behalte, steht außer Frage. Weg mit dem Scheiß. Meine Hand hat davon irgendwelchen Ausschlag bekommen, den brauche ich nicht. So, ich fange jetzt hier nicht an mit... Ich habe es genau gesehen, Mann. Ich fange jetzt hier nicht an zu feilschen oder so. Weil ich brauche die Kohle eigentlich nicht mehr, das ist durch das Thema. Zumindest wüsste ich jetzt gerade nicht, wofür wir es noch brauchen. Die Schabracke lege ich jetzt aber mal ab, das ist nicht banditen-like. So wie wir jetzt aussehen, ist schon relativ banditisch. Macht das einen Unterschied? Ne, komm, wir nehmen mal das Schwert. Ja! Dieses Jagdschwert ist ja furchtbar. So. Das heißt, wir... Was ist das hier? Ach ne, jetzt noch ein Turnier. Ne, wir haben genug Turniere gesehen. Wir haben mehr als genug Turniere gesehen. Das müssen wir jetzt nicht mehr machen. Wir machen jetzt hier mit der Hauptquest weiter. Und das bedeutet, zu Deutsch, werden wir jetzt eine Schnellreise hier machen. So, wir sind angekommen. In Vranik. Und ja, es ist wichtig, dass wir vorher alles mögliche erledigt haben, denn Achtung, das Betreten der Feste Vranik könnte zum Abbruch laufender Quest führen. Die meisten haben wir jetzt schon
ja, abgeschlossen und jetzt sind nur noch Aktivitäten am Start, aber bei aller Liebe, das müssen wir jetzt nicht machen. Was willst du? Wobei ich glaube nicht mal, dass die Aktivitäten abgebrochen werden. Ich will rein. Lass mich rein. Rein, ja? Und wie lautet die Losung? Ich zeig den Würfel, Junge. Ich bringe wichtige Kunde. Öffne das Tor. Könnte dem auch drohen. Könnte funktionieren, aber wir machen es natürlich auf einem normalen Weg. Ein Spiel gefällig? Zeig her. Ah, na gut. Willkommen in Vranik, Kamerad. Danke für die freundliche Begrüßung, Kamerad. Bei wem soll ich mich melden? Eric. Er sollte im Haus ganz oben sein. Ein Kinderspiel. Nun sollte ich mich... Gut umsehen, hat er bestimmt gemeint. Kundschaft das Lager und die Männer aus. Melde dich im Lager bei Eric. Tja, wir müssen rausfinden, wie viele Männer hier sind. Tja, schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Guten Tag. Kann ich mit dir reden? Na, wie läuft's? Geht. Bin zwar erst seit ein paar Tagen hier, kann aber nicht klagen. Essen, Schnaps und gute Gesellschaft. Naja, Gesellschaft. Wie bist du hier eigentlich gelandet? Ich? Bist wohl etwas grün hinter den Ohren, was? Ist hier einfach mein Ding. Immer wenn die Blaublüter sich an die Gurgel gehen, stehen ich und mein treues Schwert auf der einen oder anderen Seite. Je nachdem, wer besser zahlt. Ich bin neu hier. Kannst du mir sagen, was sich hier so tut? Das, wonach es aussieht. Wir saufen. Was sonst? Ein paar Trottel sind am Üben, um in Form zu bleiben. Aber wozu die Mühe? Mit der Streitmacht durchbrechen wir jede Gegenwehr wie ein Rambock ein modriges Scheunentor. Okay, er unterschätzt die Situation, glaube ich, sehr. Sag mal, weißt du zufällig, was wir als nächstes tun? Na klar. Morgen in aller Herrgottsfrühe gibt's einen großen Aufmarsch. Alle hier wissen das. Weißt du, wo ich Eric finde? Ach, ihn. Er müsste in der Ruine im oberen Teil des Lagers sein. Seine Rüstung glänzt hell, ist kaum zu übersehen. Netter Typ. Ein Aufmarsch, ein Truppenaufmarsch. Okay, whatever. Ja, was er auch immer er damit meint. Wir wollen also irgendwas oder irgendwen angreifen. Okay, verstehe. Tja, diese Holzpalisaden, ich muss auch sagen, es erinnert mich alles ein bisschen an Stronghold 1. Ja, die von euch, die es gespielt haben, die wissen das bestimmt. Sagst du mir das Gleiche? Sag mal, weißt du zufällig, was wir als nächstes tun? Na klar, morgen in aller Herrgottsfrühe gibt's einen großen Aufmarsch. Alle hier wissen das. Morgen. Morgen in aller Herrgottsfrühe also, okay. Ja, ist ein ziemlich es ist ein größeres Herlager, das kann man auf jeden Fall sagen, ja. Allzu hoch ist die Palisade nicht. Bah, der ganze Dung. Tja, was anderes kann ich dir jetzt aber auch nicht mehr fragen, ja. Sakra. Ich habe jetzt schon 4 Banditen gesehen. 5, 6, 7, 8. Ich würde sagen, das sind locker 30, oder? 30, 40 werden das schon sein, oder? Runden wir das Ganze mal auf 50, dann gehe ich ganz auf Nummer sicher. Okay. Ach, guck mal, wen wir hier haben. Der Bishek. Ich kann nicht mal mit dem reden, was? Was? Warum nicht? Nettes Schwert hat er aber. Interessant. Und du? Der Vanjek! Der Vanjek ist das!
Ihr erinnert euch an Vanyek, das ist der Schwertkämpfer, den wir in Scarlet getroffen hatten, mit dem wir da geübt haben. Ist so schade, dass wir nichts mit dem reden können. Sehr schade. Diese Zelte sehen teuer aus. Das sind definitiv keine armen Schlucker. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Ah, das sind locker 50, die in dem ganzen Lager sind. Locker 50. Vielleicht sogar 60. Nicht nur die äußere Palisade ist massiv, sondern auch die innere. Nicht gut. Hier müssten die Kommandanten aufmachen. Also, bist du ein Schuster? Nicht ganz. Hab aber als Gehilfe gearbeitet und ein paar Kniffe gelernt. Klingt gut. Würdest du mir meine alten Stiefel flicken? Hast du denn Nadel und Zwirn? Nö. Dann kann ich nicht helfen. Aber wenn du was auftreibst... Gut. Werd mal rumfragen. Danke. Mann, ich mag den Sprecher vom Liam Neeson. Weiß zwar nicht seinen Namen, aber toller Typ. Es gibt auch irgendwie ein Video, wo die deutschen Synchronsprecher eingesprochen sind. Der Sprecher, könnte man den auch sehen. Der ist echt sympathisch. So. Einen anderen Helm, der mein Gesicht verdeckt, hatte ich natürlich jetzt nicht. Schade, egal. Herr Erik. Was willst du? Kozlik schickt mich. Ah, noch mehr Verstärkung. Du bist der aus dem Kloster? Ja, Herr. Du hast diesen Verräter wirklich getötet? Ja, Herr. Gut gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass es dir gelingt. Kannst du mit einem Schwert umgehen? Ja, ich weiß, was ich tue. Stellen wir dich auf die Probe. Geh zu Vanyek, unserem Kampfmeister. Er wird schon herausfinden, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Geh einfach hügelabwärts bis zur Palisade. Sein Zelt liegt direkt beim Übungsplatz. Jawohl, Herr. Das finde ich so cool, dass wir jetzt halt den Vanyek wieder treffen. Okay. Ich bin neu hier. Kannst du mir sagen, was sich hier so tut? Nichts. Genau wie ich's mag. Ich werde fürs Rumsitzen bezahlt. Und selbst wenn sich mal was rührt, sieh dich um. Haben hier ein paar Dutzend Männer. Dieser Bauernlümmel stampfen wir mit links ein, meinst du nicht? Eben war er doch noch da. Das wievielte Mal ist das jetzt? Hab aufgehört zu zählen. Du warst es, nicht wahr? Letztes Mal waren es die Handschuhe, oder? Hast sie gegen Fell getauscht und es dann vergessen. Das Santa Helm. Was gezählt hat und uns Diebe geschimpft. Ach, du kannst mich mal. Zum Kampfmeister Vanyek. Ein paar Dutzend Soldaten hat er jetzt gesagt, okay. Hast du Mist da in den Arsch gestürzt? Keins. Warum sagst du das nicht gleich? Ich dachte kurz, das wäre Stepan, aber der sah nur so aus. So, Vanyek. Lang nicht gesehen, was? Bist du Kampfmeister Vanyek? Ja, da bin ich. Was willst du? Ich bin Heinrich. Erik sagte, du siehst dir an, wie gut ich mit dem Schwert bin. Ah, noch ein Grünschnabel. Schön, dass Kozlik seine Arbeit macht. Allerdings können die meisten nicht mal einen Haufen Scheiße mit einer Mistgabel bekämpfen. Hey, kenne ich dich etwa? Irgendwoher kommst du mir bekannt vor. Ich hab gespeichert, ich sag's mal. Du hast mich in Scarlet im Schwertkampf unterrichtet. Warte. Ja, jetzt erinnere ich mich. Wir trafen uns beim Wirtshaus. Freut mich, dass du lebst. Und ich nahm die Beine in die Hand, noch bevor es losging. Also, dann zeig mal, was du kannst. Hast du eine Waffe? Wenn nicht, kannst du dir dort drüben eine leihen. Bereit? Lassen wir es angehen. So, dann zeig mir mal, was du kannst. Tja. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt vielleicht verraten habe, aber... Ich habe einiges trainiert, seit wir uns das letzte Mal gesehen hatten. Kurva fix! Ja, geil. Junge, ich... Herrgott! Wisch mir dir den Boden, Junge. Das ging jetzt schnell.
Himmel, hilf! Du bist viel besser als die meisten dieser Scheißkerle hier. Gut gemacht. Ich hatte etwas Übung. Das sehe ich. Ich sage Eric, was in dir steckt. Aber damit du nicht denkst, der alte Vanjek hätt's nicht mehr drauf, zeige ich dir einen Kniff, der dir sicher nützen wird. Oh, wie spendabel von dir. Tja, ich will nicht bis aufs Grab kämpfen. Also pass auf. Bevor du anfängst, herumzufuchteln, sieh zu, dass deine Beine weit auseinanderstehen. Ungefähr so, als würdest du einen kolossalen Furz lassen. Ich glaube, ich hab's. Danke. Wofür habe ich jetzt 500 Groschen bekommen? Okay, ich nehme sie einfach mal. Das ist schwer zu sagen, wie viele das sind. Interessantes Schwert, was er hat. Genug von dieser Scheiße. Ja, das werden schon so 50 sein. 50, 60, sag ich mal. Die grobe Schätzung, die ich jetzt hier abgeben würde. Na gut. Oh Gott, mein Pferd steht da ja noch. Gucken wir mal, was wir mit dem Eric jetzt besprechen können. Herr, entschuldige. Was ist denn? Wie befohlen bin ich zum Kampfmeister und habe... Hast du deine Zunge verschluckt? Red weiter! Ich vermute zu wissen, was mit dem jungen Herrn los ist. Er ist wohl überrascht, mich hier zu sehen. Aber das beruht auf Gegenseitigkeit. Seit wann heuerst du denn Ratzigs Leute an, Eric? Ratzig? Ganz recht. Dieser Junge ist ihm äußerst wichtig. Und ich schätze, er ist auf der Suche hiernach. Hab ich recht, Bürschchen? Du Bastard! Plot Twist! Er kommt zu sich. Bitte vergib mir die Unannehmlichkeiten, doch es ist zu deiner eigenen Sicherheit. Und unserer natürlich. Du kannst dich wirklich glücklich schätzen. Ich lasse dich nämlich am Leben. Ich bin mir sicher, dein lieber Vater wird ein hübsches Lösegeld für dich zahlen. Mein Vater ist tot. Dein mieser Lakai ließ ihn mich nicht einmal bestatten. Er weiß es nicht, Eric. Er hat keine Ahnung. Man erzählte es mir, einem Fremden, aber nicht ihm. Wie unglaublich rücksichtslos. Bestimmt würdest du dies lieber unter angenehmeren Umständen und definitiv auch von jemand anderem als mir erfahren. Aber das ist des Bettlers los. Dein Vater, dein richtiger Vater, ist am Leben. Und du kennst ihn. Er ist dein Lehnsherr, Ratzig Kobilla. Obwohl, wie viel kannst du ihm schon bedeuten? Hier bist du nun, eine obdachlose Waise. Und dennoch hat er dich nicht anerkannt. Deine Eltern sind beide gestorben, habe ich recht? Das dachte ich mir. Und trotzdem hat Ratzig die Wahrheit für sich behalten. Könnte es sein, dass er sich deinetwegen schämt? Ich frage mich, ob er das Lösegeld überhaupt bezahlen würde. Aber denken wir darüber jetzt besser nicht nach. Denn wenn dein Vater sich dazu entscheidet, nicht zu zahlen, bist du für mich wertlos und dann... Mein Vater ist tot! Ich verstehe deine Gefühle, ja, tue ich wirklich. Meine eigene Kindheit war deiner nicht unähnlich. Schon eigenartig, dass gerade wir beide etwas gemeinsam haben. Aber Schluss mit dem Geschwätz. Es wird langsam Zeit, dass du mir sagst, weshalb du hergekommen bist. Ich suche nach dem Schwert meines Vaters, welches mir ein gewisser Bastard gestohlen hat. Und ich habe es gefunden. Da frage ich mich, welchen Vater du meinst. Gewissermaßen gehört es ja beiden. Es spielt keine Rolle, wem es gehört, denn ich werde dich damit töten. Du bist momentan nicht in der Position, mir zu drohen. Aber andererseits, warum nicht? Wenn dein Vater, dein richtiger Vater, für dich zahlt, gebe ich dir gern die Gelegenheit dazu. Wie großzügig von euch. Meine Rede. Ratzig wird dich vernichten. Und ich werde da sein und zusehen.
Das bezweifle ich doch sehr. Dir müsste eigentlich klar sein, dass dein Vater nicht einmal über einen Bruchteil der Streitmacht verfügt, die ich versammelt habe. Und nun, mit dem König in Gefangenschaft, wird euch niemand mit seinen Truppen unterstützen. Selbst mit Harnisch und Divisch zusammen könnte dein Vater niemals mehr Männer aufbieten als ich. Nun, die einzige Streitmacht in diesem Land, die in der Lage wäre, mich zu besiegen, gehört Sigismund. Und der bezahlt mich. Und wenn er siegt, siege ich. Alles, was ich mir jetzt nehme, wird für immer mir gehören. Ich möchte das ganze Land besitzen. Erblicke den neuen Herrscher des Reiches. Ein Mann wie du wird niemals die Herrschaft erlangen. Hast du denn nie von Herrn Sokol von Lamberg oder Herrn Hinek Dürrteufel gehört? Sie kämpften für deinen König und plünderten die Ländereien der österreichischen Adligen, genau wie ich es hier tue. Wie heißt das so schön? Fressen oder gefressen werden, Kleiner. Kriege sind eine dreckige Angelegenheit. Herr, es ist soweit. Verzeih. Ich fürchte, ich muss mich wichtigeren Dingen zuwenden als dir, Kleiner. Udo hier leistet dir sicher sehr gern Gesellschaft. Und hoffen wir um unser beider Willen, dass dein Vater für dich zahlt. Lebe wohl. Fahr zur Hölle! Prügel ihm ein paar Manieren ein, Udo. Na los, Eric, komm mit, wir haben was zu erledigen. Nein, ich kann das Turnier nicht mehr gewinnen. Heinrich, wach auf. Hörst du mich? Scheiße, hat dich der Mistkerl zugerichtet. Hier, versuch zu trinken. Ich dachte schon, du warst nie auf. Woher kennst du meinen Namen? Erkennst du mich denn nicht mehr? Was, Pischek? Verräter. Erst lieferst du mich diesen Schweinen aus und jetzt tust du so, als wäre nichts passiert. Sei still. Ja, wir hatten da so unsere Probleme. Aber ich bin der Einzige, der dir jetzt helfen kann. Also willst du meine Hilfe oder nicht? Also, das ist alles eine sehr... Was willst du? Prekäre Situation. Dich rausholen. Aber wenn's dir lieber ist, kannst du auch gern hier verrotten und dir von Istvans Schläger die Scheiße aus dem Leib prügeln lassen. Also der Istvan, ja, der Herr Istvan. Den haben wir auch schon in der ersten Folge oder der zweiten Folge oder so gesehen, wenn ich mich recht entsinne. Damals war's. Und ich glaube, dieser Erek, das ist so die Erkenntnis, die ich gesammelt habe in dieser Sequenz. Ich glaube, dieser Erek ist sein Sohn. Denke ich zumindest, dass dieser Erek sein Sohn ist. Aber das müssen wir noch rausfinden. Jetzt erstmal haben wir Bischek vor uns. Wieso solltest gerade du mich hier rausholen wollen? Hab gute Gründe. Wenn nicht für meinen Seelenheil, dann für meinen Geldbeutel. Das wird dich ein paar Groschen kosten. Ansonsten brauchst du dir keinen Kopf zu machen. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Ach ja? Selbst wenn er von einem Bastard kommt, der mir seine Schurkenfreunde auf den Hals hetzte, als ich meine Eltern bestatten wollte? Ich geb ja zu, wir hatten keinen guten Start. Aber das ist eine gute Gelegenheit, die Vergangenheit ruhen zu lassen. Welche Gründe hast du wirklich? Keine, die dich etwas angingen. Sagen wir einfach, es ist was Persönliches. Sie gehen mich was an. Und ich glaube dir kein Wort. Ich weiß, du führst etwas im Schilde. Streng dich lieber etwas mehr an, sonst gehe ich mit dir nirgendwo hin. Gibt keinen Tag, an dem sich diese Mordbuben nicht gegenseitig an die Gurgel gehen. Und ich bin der Jüngste, also bin ich ihr Sklave. Hast dir das Leben als Bandit wohl anders vorgestellt, was? Mir kommen die Tränen. Aber du könntest alleine fliehen, also warum so besorgt um mich? Hör mal, ich will bloß ein normales Leben. Und dafür brauche ich Frieden und Kohle. Du musst hier raus und hast das Geld. Ich will nur einen Bruchteil von dem, was Istvan von Herrn Ratzig verlangt. Warum sollen wir uns also nicht gegenseitig helfen? Wie willst du das anstellen? Na endlich. Ich kenne einen Weg aus der Feste, wo man nicht gesehen wird. Ich werde dich losmachen und du musst es selbst dorthin schaffen. Bei Nacht sollte das nicht so schwer sein.
Ich warte draußen auf dich und du sagst deinem werten Papi, dass ich dir geholfen habe, damit sie mich nicht aufknöpfen. Und selbstredend gibst du mir was für das Risiko. Klingt eher so, als trüge nur ich das Risiko. Nicht wirklich. Was machen sie wohl mit dir, wenn sie dich schnappen? Die wollen Lösegeld, im schlimmsten Fall sperren sie dich also wieder ein. Aber für mich, der dich bewachen soll und entwischen lässt, drückt keiner was ab, mein Freund. Was ist mit meinen Sachen? Die hat Eric. Wäre Selbstmord, die zu holen. Vergiss es lieber. Toll. Ich soll also in diesem Aufzug von hier fliehen, ja? Wäre in der Tat besser, wenn du was anhättest, womit du nicht auffällst. Aber ich kann dir nichts besorgen. Soll dich schließlich bewachen. Würde ich von hier weggehen, müsste ich die anderen auch meiden. Also schön. Hauen wir ab. Binde mich los. Das wollte ich hören. Aber erst schwörst du, dass du Herrn Ratzig von meiner Hilfe erzählst. Und mich bezahlst. Du hast mein Wort. Wie sieht der Plan aus? Na gut, dein Wort muss wohl reichen. Also, spitz die Ohren. Ich weiß, wie man von hier verduften kann. Unten im Lager, beim Abhang über der Sasau, ist eine Stelle, an der sie die ganze Scheiße über die Palisade schmeißen. Der Scheißhaufen geht schon fast bis ganz nach oben. Wir müssen bloß über die Palisade springen und haben eine weiche Landung. Dann sind wir frei. Frei und voll mit Scheiße. Und das ist alles? Nun, zuerst müssen wir es bis dorthin schaffen. Keiner darf uns sehen. Ich soll dich im Auge behalten und du, tja, sollst im Auge behalten werden. Wir müssen unbemerkt bleiben und uns vor neugierigen Blicken hüten. Ich gehe zuerst. Vorm Schuppen sollte keiner sein. Wenn du draußen bist, geh links die Palisade entlang. Dort ist alles voller Klippen, also sieh zu, dass du dich nicht umbringst. Ich warte nicht weit vom Lager entfernt auf dich. Beim abgestorbenen Baum zwischen dem Weg und dem Bach. Viel Glück. Okay, ich, das wird jetzt eine Stealth-Nummer hier. Ich weiß auch leider gar nicht mehr, wie erfolgreich oder wenig erfolgreich das beim letzten Mal lief, also bei meinem privaten Spieldurchlauf. Keine verdammte Ahnung. Aber wir probieren es einfach. Wer ist da? Ja, natürlich. Puh. Oh, Trank des Nachtfalkens. Sehr geil. Wichtig. Ringelblumenaufguss. Sehr geil. Gut, Wetterschnaps brauche ich jetzt nicht. Aber ich brauche auf jeden Fall den Ringelblumen. Nein. Den Ringelblumenaufguss. Und den Trank des Nachtfalken. Beide brauche ich. Dringend. Mist, der hat davon geredet, links am Schuppen vorbeizugehen, ne? Okay, wir müssen jetzt ganz leise sein. An der Palisade entlang. Wobei, ist eh egal, wir müssen am Tor raus. Ist der einzige Zugang, soweit ich weiß. Da ist jemand. Okay, hier haben wir ganz gut Deckung. Muss jetzt mal näher ans Mikrofon rangehen. Ist jetzt ein bisschen wie ASMR. Okay. Uff, ich dachte kurz, ich kann einfach über die Palisade laufen, lul. Scheiße. Ich komme hier nicht mehr raus, oder? das ist jetzt scheiße. Ich komme hier nicht mehr weg, oder? Doch, ich komme. Oh, Gott sei Dank. Okay, okay, weiter. Oh Gott, der hat mich doch safe gesehen eigentlich, oder? Nee, warte mal, Musik machen wir jetzt aus, das passt jetzt so nicht. Pater Noster, qui es in celis.
Musik ist toll, aber in der Situation passt das jetzt überhaupt nicht. Ich muss... Irgendwas ist hier markiert. Warte mal, was ist denn hier markiert? B. Versuche deine Ausrüstung zurückzubekommen. Ah. Die aus dem Lager. Die Ausrüstung. Die ist in dem Haus dort. Ich warte jetzt, was der Dude da macht. Im besten Falle kann ich mich ansneaken und den von hinten abstechen. Ich gucke erstmal, ob der sich umdreht oder so. Ach, natürlich. Das kann ich mir sparen, Alter. Ah, ich habe halt keinen Dolch dabei. Das ist das Ärgerliche. Ich habe keinen Dolch dabei. Das könnte ich den einfach abstechen von hinten. Mann. Okay, jetzt fangen wir quasi nochmal von vorne an. Ah, da muss ich hier rein, ne? Ich verstehe. So, wir gehen jetzt erstmal kurz hier rein in die Kiste nochmal, holen uns den Trank raus. Nahrung. Okay. Ich würde schon ganz gerne mit meiner Ausrüstung fliehen, to be honest. So, was machst du da jetzt? Ich fürchte, ich muss erstmal warten. Bis der weg ist. Ja, toll, Alter. Wie, wenn ich keinen fucking Dietrich habe? Okay, jetzt probiere ich es nochmal. Okay, alles klar. Ich dachte jetzt eher an sowas wie Genickbrechen, aber anyway. Bitte sag mir, dass du einen Dietrich dabei hast, Mann. Korrekter Bart, Bruder. So, jetzt müssen wir uns erstmal hier Schmuck machen. Das ist die große Frage, werde ich jetzt erkannt? Oder interessiert es jetzt hier niemanden? Das ist jetzt die Frage. Türenschlüssel hatte der, glaube ich, dabei. Vielleicht ist sein... Woran hakt's denn jetzt? Okay, anyway. Hey! Jetzt die große Frage, ist das jetzt ein Schlüssel... Oh boy! Oh Gott! Hey, ich sollte erstmal speichern. Die Frage ist jetzt, erkennen die mich jetzt direkt, auch wenn ich einen Helm trage? Ich probiere es mal. Seh an, was da unter einem Stein hervorgekommen. Okay, hätte ich mal, Jana, fertig. Oh. Goddammit. Gold. Das ist schon mal mein. Okay, eigentlich bist du mir völlig egal. Ich will nur meinen Loot haben. Fuck! Mann, ich habe keinen Dietrich. Das ist scheiße. Ah.
ich Idiot, ich hab doch keinen Dietrich, Mann. Ich hab's doch gerade schon mal probiert, ey. Mann, wie komme ich denn jetzt an den... Hast du keinen Dietrich dabei? Du musst doch einen Dietrich dabei haben, Mann. Du bist ein fucking Bandit, ich wollte gerade sagen. Das wäre ja schändlich, wenn ein fucking Bandit keine Dietrich dabei hat. Das hat mich bei dem einen schon gerade gewundert. Ich sehe das nicht ein, ohne meine Ausrüstung hier rauszugehen. So. Okay. Aber ich behalte diese hier trotzdem erstmal an. Die kann ich ja trotzdem tragen, dann schmeiße ich die hier weg. Ich muss jetzt Loot irgendwie loswerden hier. So, jetzt bin ich wieder fresh unterwegs. Und das passt mir jetzt erst. Uff. Speichern. Ja, also offenbar nützt das überhaupt nichts, dass ich jetzt hier meine Ausrüstung am Start habe. Ich muss trotzdem. Also es interessiert die überhaupt nicht. Sag mal so, wie es ist. Irgendwas. Es darf jetzt hier keinen Lärm machen. Hab ich gar keine Schuhe? So. Auch wenn ich jetzt entdeckt werden würde, wenn ich jetzt mit voller Ausrüstung da langlaufen würde, ist das. Wie habe ich das beim letzten Mal gemacht, ey? Weil dort aus dem Haupttor rauszukommen, das wird nicht klappen. Der Dude steht dort so hart. Da komme ich nicht, an dem komme ich nicht vorbei. Muss irgendeinen anderen Weg finden. Ah ja, stimmt. So hatte ich es, glaube ich, gemacht. Ja, so hatte ich das, glaube ich, gemacht. Aber ich habe jetzt einen Dolch, jetzt kann ich die ja so direkt töten. So, aber speichere nochmal kurz. Sicher, sicher. Ist der alleine hier oder ist da noch irgendwo ein anderer? Mit ein bisschen Glück könnte ich direkt mit Pfeil und Bogen den Dude wegjagen. Also totschießen. Was haben wir denn da? Natürlich hat er das gemerkt. Scheiße. Okay, anyway. Nochmal. Ich sag mal so, der Bogen ist strong, die Pfeile sind strong, ein guter Schuss und der Typ ist direkt tot. Ohne, dass der nochmal irgendwie auf sich aufmerksam machen kann. Im Best Case muss ich halt auch direkt in den Kopf treffen. Egal ob Helm oder nicht, aber im Normalfall dürfte er das nicht überleben. Das wäre eine wichtige Sache. Na, magst du laden oder wie sieht's aus? Ah, wenn du im Glücksspiel nicht abgeneigt bist, kannst du in jeder Schenke, die etwas auf sich hält, dein Glück im Würfelspiel Fakel versuchen. Naja, Fakel also. So, das Ganze probieren wir jetzt nochmal. Aber warum ist mein... Bin ich jetzt überlastet? Gerade eben war ich doch noch nicht überlastet. Okay, pass auf, dann lassen wir jetzt mal... Wir müssen jetzt hier noch mal ein bisschen Kram fallen lassen. Hä? Ich glaube, das ist gerade... Buggy. So, okay, anyway. Das gibt's nie. Jesus. Große Preisfrage ist jetzt natürlich, wer könnte es gemerkt haben? Hab ich nicht irgendwas? Hier das Ding. Warte mal. Dieses weiße Gambeson-Ding ist mir ein bisschen zu hell. Ich brauche irgendwas, was mich dunkler macht. Das Ding zum Beispiel. Oder das hier. Anyway.
Genau, hier kann ich über die Mauer springen, hat er erzählt. Ja, am Abzittern ist. Gib mir mal dein Geld auf jeden Fall. Zierschild, interessant. Psst, Heinrich, halt die Fresse. Okay. Tja, soweit so gut. Scheiße. Komm ich doch jetzt wieder in die Lang, oder? Sei denn, ich laufe über die Büsche drüber. Wie soll ich das machen, Alter? Ich könnte rennen. ohne Scheiß, das könnte ich wirklich versuchen. Das schaffe ich nie und nimmer, Alter. Ich könnte einfach versuchen, wegzurennen. Lul. Was hast du hier zu suchen? Lebensmittel? Fuck, Alter, jetzt bin ich tot. Mehr hast du nicht drauf? Hey, wer ist da? Mann, wo ist die Stelle mit der Scheiße? Fuck it! Hier. Nein, Pfeil und Bogen. Und ich bin weg. Tschüss. Nein! Benutzen! Benutzen! Oh Gott. Oh Gott, Scheiße, weg hier. Oh Gott. Oh Gott! Oh Scheiße. Na, hier folgen sie mir eh nicht runter. Oh, okay. Kurz und fast schmerzlos. Okay. Na, Gott sei Dank. So, wo ist jetzt Bishek? Da ist er. Ich treffe mich jetzt mit dem. Ich könnte ihn auch einfach hier stehen lassen, Mann. Nee, aber ich sag mal so, er hat mich ja wirklich rausgeholt. Ohne ihn hätte ich es höchstwahrscheinlich nicht geschafft. Also das muss man ihm halt wirklich zugute heißen. Ich glaube, im privaten Spieldurchlauf habe ich ihn, habe ich ihm kein Geld gegeben, aber ich habe quasi ein gutes Wort für ihn eingelegt. Aber jetzt würde ich es schon so machen, dass ich jetzt halt auch, ihm einen kleinen Betrag zukommen lasse. Wir sind draußen. Jetzt musst du deinen Teil der Abmachung einhalten. Ja, komm. Keine Sorge, ich halte mein Wort. Aber ich muss nach Ratai zu meinem Vater. Sie nahm mir mein Geld weg, als ich gefasst wurde. Gut, wir sollten sowieso schnell die Fliege machen. Du wirst mir helfen müssen. Irgendwie hat mir die Behandlung dieses Hünen nicht gut getan. Du hast nicht zufällig irgendwo ein Pferd versteckt. Ein Pferd? Daran habe ich nicht gedacht. Anyway. Tja, was passiert jetzt? Jetzt wird's spannend. Gab es Kunde über deinen Jungen, Ratzig? Noch nicht. Ich hoffe, der Bursche hat sich nicht übernommen. Wird mich nicht überraschen, so draufgängerisch wie der ist. Ich frag mich wirklich, von wem er das wohl haben mag. Hör auf, Hanus. Verzeih, Herr, dieser Kerl hier, Heinrich! Vater? Ich sag's ja, ein Draufgänger! Nun, wie ich sehe, warst du nicht untätig und wir haben dringend eine Unterhaltung zu führen, unter vier Augen. Mir scheint, als hättest du einiges zu berichten. Was ist geschehen? Ich, saß eine Weile in Vranek fest. Aber ich weiß jetzt, was sie planen. Weiß ich das? Ich weiß nur, dass sie einen Truppenaufmarsch geplant haben. Von wem? Raus damit, Junge! Es besteht kein Zweifel mehr. Dieser ungarische Adlige steckt dahinter. Der, den du am Tage von Sigismunds Raubzug auf Skalitz zu Gast hattest. Herr Istvan Toss. Toss und seine Schergen. Es passt alles zusammen. Sie stellen die gefälschten Münzen her und nutzen sie, um Söldner anzuheuern. Er hat bereits eine beachtliche Streitmacht in Vranek versammelt. Aber was zum Teufel will er? Das weiß ich genau, aber es wird euch nicht gefallen. Wie das?
Wir hatten eine lange Unterredung. Was? Beim Versuch, in ihr Lager zu gelangen, wurde ich gefangen genommen. Wir unterhielten uns und er verriet mir seinen ganzen Plan. Was? Was? Vermutlich dachte er, er müsse ihn nicht länger geheim halten. Das überrascht mich nicht. Warum nicht? Was hat dieser Bastard vor? Er dient Sigismund und will König Wenzels Verbündete vernichten. Also uns. Er hat eine beachtliche Streitmacht formiert und ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob wir sie besiegen können. Niemand wird uns jetzt zu Hilfe eilen. Elender Hundsfott! Ich zieh ihm die Haut ab! Wie viele Männer hat er? Über 100, würde ich sagen. Oha, okay. Wie gut ist ihr Lager befestigt? Es handelt sich dabei um eine verlassene Feste auf einem Hügel über Sasau, umgeben von einer Palisade. Drei Seiten sind unzugänglich. Bastard! Ich vernichte dieses Gezücht! Das ist leicht gesagt, alter Freund. Thos scheint kein Risiko einzugehen. Zusammen mit Divish können wir genug Männer aufbieten. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Dieser Bastard giert nach einer Schlacht. Also sollten wir es sein, die Zeitpunkt und Ort bestimmen. Zweifellos. Wir müssen sie überraschen. Am besten greifen wir morgen Nacht an. Schneller können wir uns nicht bereit machen. Das wollte ich hören, Ratzig. Heinrich, lass dich zusammenflicken und begib dich danach umgehend zu Herrn Divish von Talmberg. Sag ihm, er möge mit all seinen fähigen Männern morgen Abend gen Vranik marschieren. Wir erwarten ihn dort. Ja, Herr. Endlich kann ich zeigen, dass mein Schwert nicht bloß ein Schmuckstück ist. Was denn, Heinrich? Gibt es noch etwas? Also, wir müssen uns noch um Bishek kümmern. Und wer ist das? Er sollte gehängt werden. Er ist ein Mörder und Verräter. Er verdient eine Belohnung. Er rettete mir das Leben. Ja, ich will mal nicht so sein. Bishek kommt aus Garnitz. Er half mir bei der Flucht und rettete mir damit das Leben. Ich versprach ihm eine Belohnung. Nun, Bishek, wenn du meinen Sohn gerettet hast, bin ich dir zu Dank verpflichtet. Bitte nimm das als Zeichen meiner Dankbarkeit. Hab Dank, Herr. Danke für die Großzügigkeit. Unter diesen Umständen fragen wir nicht, wie es sich zutrug, dass du bei diesen Schweinen in Vranik warst. Du gehst besser, bevor ich anfange, darüber nachzusinnen. Ja, Herr. Hab Dank, Herr. Lebt wohl, die Herren. Danke, Heinrich. Gott sei mit dir. Nimm ein gutes Mahl zu dir und lass deine Wunden verarzten. Du siehst scheiße aus. Falls du Ausrüstung benötigst, sag es Bernhard. Er wird dich ausstaffieren. Ja, mein Herr. Kein mein Herr mehr. Ich bin dein Vater. Ich schwöre, ich wollte es dir sagen, Junge. Es grämt mich, dass ausgerechnet Istvan mir zuvorkam. Aber jetzt haben wir wichtigere Dinge zu tun, Später haben wir noch genug Zeit, um zu reden. Oder nicht? Wie du wünschst, Herr... Vater. Gut. Nun begib dich schnellstmöglich zu Divish, mein Sohn. Dieses, gerade noch vom Manusch, ey. Oh Mann. Ja, damit sind die Würfel im wahrsten Sinne des Wortes gefallen. Und die Karten liegen jetzt mehr oder weniger auf der... Moment, die Herren, ich bin noch nackt. Ich bin nackt, bitte, ein bisschen Privatsphäre, danke. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Was soll ich anziehen? So. Ich weiß genau, was ich anziehe. Wir werden eine passende Rüstung tragen für dieses Event, für dieses Happening. Wir brauchen jetzt eine vernünftige Rüstung. So. Wobei, nee, das Ding ist einfach nur komisch, Alter. Zack, zack, zack. Eigentlich müsste ich nochmal, Kettenhemd. Eigentlich müsste ich nochmal ins Badehaus, um mich nochmal von meinen Wunden zu befreien. Aber offenbar ist es gerade nicht... Alter, ich trage jetzt nichts drunter, außer diese Plattenbeinige ist schon hart, okay. So, dann ein paar Hosen wären noch gut. Und eigentlich auch sowas wie Ketten, hier. Da, Kettenbeinige, geil. So. Tja, damit wären wir, glaube ich, fit.
Und den Shit, den räumen wir in die Truhe rein. So, das geht da jetzt. Ja, wobei, das kann ich ja nicht verkaufen. Ach, ist egal. Ich werde da später noch dazu kommen, das zu verkaufen. So. Okay. Ah, mein ganzes Geld habe ich aber auch wieder. Das ist gut. Geht zum Hauptmann Bernhard. Das machen wir aber in der nächsten Folge, liebe Freunde. Zuvor lese ich noch einen Kodex-Eintrag. Kann ich was über Vranik lesen? Wir waren da gerade. Hier, Vranik, perfekt. Also, Vranik. Ein frühmittelalterlicher Burgwall, besiedelt erstmals um das 9. oder 10. Jahrhundert. Die Nordseite der Feste wird von einem zum Fluss verlaufenden Steilhang geschützt. Dieser läuft Richtung Nordosten in einen schmalen, felsigen Landstreifen aus, der sich wiederum zu einer weitläufigen Landzunge verbreitet. Gebildet von einem Mäander, das des Flusses in der Nähe des Dorfes Pschivlak. Punkt. Die Feste war von einem Wall umgeben, der noch immer sichtbar, aber mittlerweile stark erodiert ist. Ist das echt noch heute da? Kann man das echt heute noch sehen heutzutage? Das würde mich ja hart interessieren. Ich danke recht herzlich fürs Zusehen, liebe Freunde. In der nächsten Folge wird's heiß. Im wahrsten Sinne des Wortes. Macht's gut, bleibt gesund und ciao.